Smarties68 hat mich gestern gefragt, ob ich mal ein Outfit-Guide zu meinem neuen Outfit hier machen könnte. Und da ich irgendwie verpeilt habe, dass schon Freitag ist und ich vergessen habe, den Guide für den Feldsanitäter zu schneiden, dachte ich mir, komm, haust du das Ganze doch heute schon mal raus. Das Set ist nicht unbedingt kostenlos, so viel sei schon mal vorweg. Aber ja, fangen wir einfach an. Also Geschlecht habe ich männlich, aber das macht ja ändert ja an der Kleidung nichts. Ich habe eine Narbe, die Narbe B, aber die sieht man sowieso eigentlich kaum im Outfit. Was aber, finde ich, relativ wichtig ist, ist die Tarnfingerfarbe N. Damit das hier unter der Brille noch ein bisschen dunkler ist. Ansonsten war mir das ein bisschen zu hell. Dann haben wir als Kopfschutz haben wir den Helm Obscore Fast bedeckt. Und zwar mit KT Typhon oder KT Typhon Tarnung. Die zieht sich auch generell durch das ganze Outfit durch, die KT Typhon Tarnung. Also alles KT Typhon oder schwarz. Weste haben wir die Cry CPC in schwarz. Die gibt es genauso wie die Gesichtsmaske. Mit dem Helm weiß ich es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall sind einige Items dabei, die du nur im Shop bekommst. Handschuhe haben wir die Angriffshandschuhe Oakley SI, auch in schwarz. Als Hose haben wir die Combat Hose Cry G3. Die Cry G4 gibt es nur im Shop, aber die Cry G3 weiß ich gar nicht, aber ich glaube, die gibt es auch so. Die auch wieder mit KT Typhon oder Typhon. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Dann haben wir die Schuhe. Das sind die ganz normalen Navy-Stiefel in schwarz oder nein, sogar ohne Farbe, aber ohne Farbe ist auch schwarz. Das macht da keinen Unterschied. Oder? Ja, einen minimalen Unterschied macht es, aber ich habe halt keine Farbe und die Hose in die Schuhe gesteckt. Beziehungsweise ist ja eigentlich gar nicht in die Schuhe gesteckt, sondern mit so einem Hosenband. Aber gut, das ist Erbsenzählerei. Das Headset ist das Safariland Liberator 4 in schwarz oder wieder Fehlinformation ohne besondere Farbe. Aber auch hier macht es eigentlich keinen Unterschied, ob man schwarz nimmt oder halt keine Farbe. Die Brille ist die ballistische Vollschutzbrille Oakley SI Halo. In schwarz auch. Und ja, Rucksack haben wir keinen an. Das Oberteil ist die Army-Jacke in KT Typhon. Die Maske ist die Totenkopf-Sturmhaube in ohne Farbe. Warum habe ich die eigentlich ohne Farbe? Weil es keinen Unterschied macht. Wieder mal. Ja, die gibt's auf jeden Fall nur im Shop. In diesem Set, das ich auch schon mal vorgestellt hatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß. Aber findest du auf jeden Fall auf meinem Kanal. Und wenn ich dran denke, verlinke ich es auch oben rechts unter dem i. Ja, Aufnäher haben wir den normalen Ghost-Aufnäher. Das Nachtsichtgerät ist das L3 GP in schwarz. Und ja gut, Nahkampfwaffe ist das Nightmare. Wie heißt das Ding noch? Karambit. Ja, aber das sieht man sowieso nirgends. Ja, das ist mein neuer Skin. Falls du den dir nachbauen willst, kannst du es jetzt ganz einfach tun. Ja. Und ja, nächste Woche gibt's dann, wie gewohnt, dann nochmal den letzten Guide zum Feldsanitäter und dann, ja, schaue ich mal, was danach kommt. Ja, bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.